es regnet im völlig vernebelten Baguio, der Stadt über den Wolken. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Sonder-Special. Ja, und zwar handelt es über dieses Automodell Mitsubishi L3000. Also ich selbst bin ein großer Fan von Mitsubishi. Und für jeden, der hier in Baguio gerne ein Geschäft mit Lieferdienst und so weiter eröffnen möchte, ich kann euch dieses Fahrzeug recht herzlich nahelegen. Legt euch so ein Auto zu. Vor allem, solltet ihr mal pleite gehen, könnt ihr das Auto auch wieder sehr gut verkaufen. Wir laufen nicht ganz außen rum, die fahren mir noch den Hintern ab, aber wir laufen einmal nach hinten, sogar mit Sitzmöglichkeiten. Ihr hättet also so auch nochmal die Möglichkeit, ein kleines Taxi zu spielen. Für Großfamilie und um den kleinen Peso zwischendurch nochmal hinzuzuverdienen. Warum steht hier jetzt als Taxi? Hallo? Noch ein Taxi? Aber hier, geh kusch weg da! Ja, du auch! Ja, endlich! Hier steht auf der anderen Straßenseite noch einmal dasselbe Fahrzeug, dasselbe Modell Mitsubishi L3000. Geile Sache, legt es euch zu. Ich meine, ich werde hier unter anderem auch, hey, beobachtet, von welchen Herrschaften auch immer. Und zwar denen hier kommen mir sehr bekannt vor. Und zwar den Zeugen Jehovas. Habt Spaß, geht spazieren. Gönnt euch einen schönen Spaziergang wirklich bei Wind und Wetter. Es macht Laune, es macht Spaß. Und lasst euch eure Laune nicht vermiesen. Haltet eure Augen offen. Und drückt immer mal wieder ein Auge zu. Besonders wenn es heißt, Salut aus Manila.